Alter! Das ist hier der Marc. Der zeigt mir hier mal die Location von. Hi, liebe Leute, ich bin's mal wieder, Marc. Und heute habe ich ein Video, ja, wie ich schon gesagt habe, aus der Serie, wo ich jetzt mal ein paar Sachen vorstelle, die ihr auf diesem Kanal vielleicht gar nicht mitbekommen habt, wo ich im Fernsehen war oder bei anderen YouTubern. Und ja, der bei den jüngeren Leuten sehr bekannte Mountainbike-YouTuber Marc Diekmann, der hat mich besucht. Ich habe ihn quasi gelockt mit einem super schönen Stunt. Und zwar habe ich bei meinen Kursen und so in Winterberg immer gesehen, da ist doch so eine ganz verlassene Skisprungschanze. Die ist auch ja irgendwie mitten im Wald. Und ich habe mir gedacht, da, boah, wenn ich jetzt immer jung wäre, würde ich da runterspringen mit 17 oder so, als ich sowas gemacht habe. Aber bin ich nicht mehr und dann dachte ich, wer hat vielleicht Bock und wer ist jung und verrückt und vor allen Dingen gut genug und auf dem Level so große Sprünge auch zu machen. Ja, und Marc Diekmann hat sofort gesagt, hat er Bock. Ja, und wie es dann geworden ist, könnt ihr euch jetzt in dem Video angucken. Und genau, er hat dann noch ein paar Tipps dann gegeben, wie er sich so mental vorbereitet. Ja, danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, es passiert jetzt etwas Großes auf diesem Kanal, aber das ist alles gerade noch in der Arbeit, also bleibt dran und danke für eure Treue. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr Bock habt auf die neuen Sachen und auf die kleinen Throwbacks hier, die Sachen, die ich noch aus der Vergangenheit euch liefere, die ihr vielleicht gar nicht gesehen habt. Okay, viel Spaß damit und bis zum nächsten Video. Da ist schon die Location. Auf jeden Fall ein ordentlich steiler Hang und es ist frisch gemäht. Das ist hier der Marc. Der zeigt mir hier mal die Location. Weißt du, von wann die Skischanze ist? Weil das ist ja schon ganz schön alt, ne? Also es sieht sehr alt aus, aber ich habe überhaupt gar keine Hintergrundinfo. Ich bin immer nur dran vorbeigefahren und dachte mir, Alter, das ist ja genial, dann müsst ihr halt mal da runterspringen. Aber ich werde es nicht machen. Ich bin zu alt und ja, mal gucken. Vorsichtig geworden. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und das ist die Schanze. Und jetzt sieht die Rampe klein aus, aber wenn man ganz unten steht und man sieht die Rampe und die Lande. Ja, ja, das ist halt alles relativ, weil ich meine, runterhüpfen ist ja kein Thema, aber bis du vernünftig landest, musst du ja mindestens 15 Meter machen, ne? Ja. Man kann ja erstmal gleich einfach nur hier reinhüpfen zum Testen, ja. Aber man sollte auf jeden Fall diesen Teil hier überspringen, weil hier ist nochmal ein Flat. Ja. Ab da geht's dann, ja. Schätzt du, dass die im Winter nochmal ab und zu genutzt wird? Sonst wäre das nämlich viel zugewachsener, glaube ich. Ja, glaube ich auch. So, das Ding ist jetzt, die Skifahrer haben Schnee, woraus sie sich schön einen Abschwung basteln können. Wir haben dummerweise nicht mal eine Schaufel dabei. Stabil. So, das ist der aktuelle Status unseres Provisoriums hier. Einfach mit den Brettern und Hölzern, die hier rumlagen. Jetzt halt die Frage, wie das hält und ob das überhaupt funktioniert. Ich springe erstmal, glaube ich, einfach nur zum Testen hier in dieses Flat. Ist schon ein bisschen sketchy, das kann man nicht anders sagen. Ja, toll, jetzt kann ich nicht mehr bremsen. Yo! Und wieder hoch. Ja, das war jetzt ja ein kleiner Hüpfer. Ich gucke jetzt einmal das Video gerade an, wie das so aussieht, ob der Abschwung sich verschiebt. Und dann versuchen wir mal erstmal über diese Distanz hier hinaus zu springen, damit wir die schon mal clearen können. Ja, da wird es halt angenehmer. Alter! Da ist auf jeden Fall mal 100 drauf. Und über die Kante sind wir auf jeden Fall rüber. Und jetzt können wir mal gucken, ob wir noch weiterkommen. So, jetzt sind wir fast ganz oben beim Anlauf. Robin! Oh,
Alter. Ich würde echt gerne die Geschwindigkeit wissen, die ich hier unten drauf habe. Das ist abnormal. Aber ich glaube, wir sind nur ein, vielleicht zwei Meter weiter gesprungen als eben. Ist, man hackt halt tatsächlich so rein, dass man eigentlich genauso aussieht wie beim Skispringen. Wenn man so... Es hat wirklich genau die gleiche Haltung. Aber ich würde sagen, ja, man sieht halt ein bisschen... Ein bisschen haben wir sie jetzt geschoben immer, aber... Bis jetzt... Not bad. Okay, wir sind jetzt ganz oben. Ist auch schon ein bisschen zugewachsen hier oben. Drop in! Alter, da habe ich meinen Rebound zu spüren bekommen. Ui, da ist mir nicht nur der Arsch auf Grundeis, sondern der Arsch auch wieder an den Sattel gebounced. Alter. Ey, so ein krasser Adrenalinschub bei der Geschwindigkeit. Boah, was ein geiles Ding. Immer noch ein bisschen Respekt vor dem Absprung. Aber geil, 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 geil. Puh. Boah. Um es richtig clean zu machen, müssen wir halt nochmal 5 Meter weiter, oder was? Ja. Puh, aber... ich würde sagen, für unseren heutigen Erstversuch mit der Sketchy Ramp belassen wir es dabei. Ich würde das hier so ein bisschen zumindest provisorisch wegbauen, aber damit nicht irgendwer anders auf dumme Gedanken kommt. Zumindest so halbwegs in den ursprünglichen Zustand versetzen wieder. Hast du so, wenn du oben stehst, so Visualisierungstechniken, dass du dir irgendwie vorstellst, wie sich das anfühlt oder wie das von außen aussieht? Was hast du da für mentale Techniken? Ja, hallo erstmal an dieser Stelle. Visualisierung trifft es auf jeden Fall schon echt gut. Wenn man sich vorstellen kann, wie man einen Sprung oder eine Abfahrt oder dergleichen meistert, dann denke ich, klappt es auf jeden Fall auch schon gleich besser. So eine gesunde Portion Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein ist da, glaube ich, ganz wichtig. Und wenn man sich das im Kopf schon vorstellen kann, dann denke ich, kann man das im Normalfall dann auch landen oder ausfahren. Jetzt direkt die Frage, Marc, wenn du dir das im Kopf vorstellst, hast du dann mehr die erste Person-Perspektive oder dass du es so ein bisschen wie du schon mal fühlst? Oder hast du auch das Gefühl so, ich stelle mir vor, wie sieht das von außen, wenn ich so sanft in die Landung reintauche? Ich glaube, beides. Also ich glaube, man kann sich selbst recht gut vorstellen, wie es auch von außen aussieht, obwohl man ja eigentlich nur die POV-Perspektive kennt. Und ebenso halt eben aus der eigenen Sicht, dass man sich vorstellt, okay, wie bewege ich mich jetzt gerade zum Beispiel bei diesem Sprung hier, wie muss ich mich bewegen beim Absprung, was muss ich genau machen, einmal die Bewegung im Kopf durchgehen. Häufig sind die natürlich auch schon, sage ich mal, im Unterbewusstsein abgespeichert. Landung ist auch wichtig, dass man weiß zum Beispiel, in welchem Moment muss ich die Körperspannung, in welchem Moment muss ich das Rad runterdrücken. Und ja, das geht man ein paar Mal im Kopf vorher durch, gerade bei Sachen, die man jetzt nicht jeden Tag macht. Ich denke, bei alltäglichen Stunts ist es halt so, dass man gar nicht nachdenkt, sondern einfach macht. Und gibt es für dich da auch so einen Mittelweg, dass du sagst, ich vertraue auf meinen Autopiloten, auf meine Vorerfahrung aller automatisierten Sachen? Oder bist du da manchmal unsicher, wenn du dir irgendwie die Distanz oder die Bewegung jetzt beim Trick anguckst und fängst du da an, manchmal Zweifel zu kriegen? Oder wie selbstbewusst bist du da? Ich denke, bei den meisten Sachen macht es auch durchaus Sinn, auf den Autopiloten zu vertrauen und auf sein Können zu vertrauen. Man muss natürlich schon rational bleiben. Man sollte jetzt natürlich nichts ausprobieren, was man noch nie vorher gemacht hat und was total weit davon entfernt ist. Aber irgendwo muss man sich natürlich auch steigern und muss natürlich mal vielleicht größere Sachen angehen, die man noch nie gemacht hat. Aber man sollte es natürlich nicht den Sprung zu groß machen zu dem, was man, sag ich mal, vorher gemacht hat. Aber es hilft durchaus, auf den Autopiloten zu vertrauen. Aber gerade wenn es ein bisschen ungewohnter wird, hilft es durchaus auch nochmal, das im Kopf durchzugehen. Wie ist es denn, wenn du da so am, sag ich mal, am Start stehst vor einem Sprung? Ich habe immer so ein Bild für mich jetzt selber, dieser Schalter im Kopf, den man einmal so umlegen muss, dass man weiß, jetzt fühle ich es, jetzt habe ich es. Hast du da irgendwie so Methoden, um in Modus zu kommen? Also manche singen ja irgendwelche Lieder oder am Knopf im Ohr mit Musik. Gibt es irgendwas, was dir hilft, in diesen Sendungsmodus, wie man das heutzutage sagt, ja, zu kommen? Musik hilft auf jeden Fall häufig, würde ich sagen. Gerade wenn man so seine Lieblingslieder hat, zu denen man häufiger fährt oder zu denen man, was ich finde, was richtig gut hilft, sind
Musik oder Songs aus Bike-Videos, die man richtig feiert und denen auch krass gesendet wird, dann kann man sich das auch ganz gut immer selber vorstellen, wie man dazu dann halt wirklich abgeht und in den Sendungsmodus kommt. Das hilft auf jeden Fall. Und wenn man, sag ich mal, was recht Krasses probiert, dann ist es auch eine recht gute Motivation, sich schon mal vorzustellen, wie wird das Gefühl, wenn ich es gleich geschafft habe. Weil man weiß ja schon, dass es dann richtig geil wird. Und wenn man sich darauf einstellt, dann wird man halt richtig gehypt und hat halt noch mehr Bock, dann das zu machen. Du filmst ja auch Produktionen und so. Wie ist denn das, wenn du so ein Ding hast, wo du weißt, okay, das ist jetzt so das Highlight, es verfolgt mich jetzt schon seit Tagen oder ich denke schon eine Woche, ich weiß schon, an dem Sprung will ich den Trick machen oder da will ich das Gap springen. Träumst du da nachts von oder hast du da irgendwie, dass du denkst, ich verdränge das mal, bis ich dann da bin, oder bereitest du dich da schon länger dann mental vor? Nee, ich glaube, es hilft auch durchaus, sich auf manche Sachen mental vorzubereiten. Einfach damit man dann, wenn es soweit ist, nicht so, ja, sag ich mal, ja, die Angst davor hat oder so, also es hilft durchaus. Man sollte es natürlich nicht übertreiben, sodass man dann irgendwie Zweifel bekommt oder so. Also man sollte es nicht kaputt denken, sage ich mal, sondern so ein gesundes Maß an Vorbereitung. Schmaler Grat. Wie ist das denn bei dir, wenn du jetzt quasi natürlich auch schon mal Verletzungen hattest und so und du stehst irgendwo, siehst was, entweder hast du jemanden gesehen, der stürzt, oder du hast selber irgendwelche Bilder im Kopf. Wie gehst du mit Worst-Case-Gedanken um, die da mal in den Kopf poppen, wo man denkt, ich sehe schon den Krankenwagen kommen oder sowas? Ja, so weit am besten gar nicht erst denken, weil, wie gesagt, wenn dann einmal Zweifel kommen, dann verliert man auch so ein bisschen an Selbstvertrauen, würde ich mal behaupten. Und deswegen am besten, klar, wie gesagt, rational bleiben. Es gibt immer ein Restrisiko und es gibt bei vielen Sachen halt einfach auch ein großes Risiko. Aber, wie gesagt, man sollte wissen, was man kann, das ist ganz wichtig, man sollte es nicht übertreiben und im Normalfall weiß man ja, dass es auch klappt und das Restrisiko bleibt halt, aber das ist halt einfach der Sport, würde ich sagen, und deswegen braucht man das auch nicht so zerdenken, sondern einfach so belassen, wie es ist. Das Risiko ist halt immer da, aber muss man ja nicht die ganze Zeit dran denken. Wie gehst du denn damit um, wenn du irgendwo warst und du hast gesagt, ich habe den Schalter nicht gefunden, ich weiß, ich kann es, Selbstbewusstsein ist da, aber vielleicht ist die Tagesform, irgendwas hält dich jetzt davon ab, das zu machen. Hast du da irgendwelche Umgang mit dir gefunden, dass du nicht irgendwie, so sagen wir mal, wie so ein Tennisspieler, der den Schläger auf den Boden wirft und so richtig frustriert ist und gegen sich negative Gefühle hat? Hast du da einen Weg gefunden, entspannt mit dir zu bleiben? Also ich glaube, in dem Moment, wo man was vielleicht gerade machen wollte und nicht macht, ist man vielleicht auch kurz frustriert, halt wie du schon sagst, der Tennisspieler zum Beispiel, der den Schläger wegwirft. Aber ich glaube, im Nachhinein, manchmal denkt man sich auch einfach so, okay, war einfach nicht der Tag dafür, machen wir entweder an einem anderen Tag nochmal, oder man ist ja auch im Endeffekt immer froh, wenn man wieder heil nach Hause gegangen ist. Das ist ja auch gut, ist ja auch positiv. Okay, letzte Frage. Gibt es für dich so eine Art, sag mal, Selbstgespräch-Techniken, oder wo du sagst, vielleicht sage ich mir manchmal so, ja komm Marc, das kannst du, oder hast du wie so ein Mantra oder so, go for it, oder irgendwie so einen Spruch, den du dir selber sagen kannst, um dich in die Stimmung zu bringen? Nee, so einen Spruch habe ich jetzt nicht, den ich jetzt irgendwie sage vorher, aber man sagt sich schon manchmal so, ey, du weißt ja, dass du es kannst und deswegen machst du es jetzt halt auch. So. Aber also sagt man dann halt nicht, man spricht es nicht aus, aber das ist vielleicht sowas, was man dann mal denkt, so ey, ist jetzt halt vielleicht ein bisschen krass, aber du weißt ja, dass du es kannst und dann wird das schon. Allerletzte Frage, weil ich, die mir gerade noch einfällt, du bist schon viel unterwegs gewesen mit Top-Athleten, sowohl im Contest-Bereich als auch mit Freeride-Leuten. Ist dir mal aufgefallen, besondere mentale Techniken oder Marotten oder vielleicht was Abergläubisches, irgendwas, wo du merkst, hey, der eine zieht den linken schon immer zuerst an oder irgendwas? Ja, ich glaube, viele haben so kleine Marotten, wie du es nennst, so Kleinigkeiten. Und das geht jetzt natürlich ein bisschen deeper, aber ich glaube, das ist so Semi-Aberglaube. Man weiß eigentlich, dass das so nichts bewirkt, aber man weiß, wenn man es macht, dass man sich dann gut fühlt. Und wie wir alle wissen, wenn man sich gut fühlt, fährt man auch besser. Mache ich manchmal auch tatsächlich, dass ich auf dem Startturm stehe und einfach nochmal zweimal runterspucke oder so. Und gerade das Spucken kenne ich auch von ein paar anderen übrigens. Aber ja, ich glaube, es gibt viele, die also ihre Kleinigkeiten haben, die man manchmal so macht. Gerade wenn man so neue Tricks probiert oder so, dann sagt man jetzt, okay, machst du irgendwie deine Kleinigkeit oder ziehst nochmal dein T-Shirt gerade oder sonst was. Fühlt sich halt gut. Und wenn du dich gut fühlst, fährst du halt auch gut.